Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wirst du lernen, wie du verschiedene T-Shirt-Designs erstellst. Also da geht es so ein bisschen um die Designarten. Was gibt es alles? Was findest du an den Marktplätzen? Die beliebtesten, die sich am meisten verkaufen, da gehen wir mal so ein bisschen halt rum, dass du dir den einen oder anderen Tipp halt kriegst. Oder besser gesagt, nicht nur einen Tipp, sondern gleich mitmachen kannst, weil das Ganze soll so ein interaktives Video halt werden, wo du deinen Laptop daneben stellst und dann einfach mal mitmachst und am Ende dieses Videos oder am Ende dieser wahrscheinlich beiden Videos dann wirklich die großen Arten der T-Shirt-Designs selber herstellen kannst. Und das Ganze geht jetzt los, bevor wir lange rumquatschen, ab ins Video. Zur Info, du kannst das wirklich mit jedem Designprogramm durchsetzen. Du brauchst jetzt nicht die Tools, die ich nutze, sondern wir benutzen hier wirklich nur ein Pen-Tool, ein Text-Tool, vielleicht noch ein paar Effekte an der Stelle. Im Prinzip sind die Dinger halt alle gleich, also so gesehen macht es keinen Unterschied, ob du Inkscape, GIMP, Affinity Designer, Adobe Illustrator oder sonst was halt hast. Also so gesehen, Hauptsache das Ding ist ein Vektor-Tool, also fangen wir damit jetzt an. So, gucken wir uns jetzt mal ein paar Designs an, die wir hier herstellen wollen. Dazu machen wir jetzt hier unser Tool auf, Flying Research. Ich mache jetzt einfach mal, damit wir hier so ein bisschen den Cursor besser sehen, das Ganze noch an. So, und hier gibt es so ein Trenddesign, Let's Go Brandon. Das ganze Ding, da machen wir jetzt erstmal nur den Com Marketplace. Suche ich mir jetzt einfach mal aus. Zum Beispiel hier haben wir doch schon ein schönes Design. Das hat 751 Cells. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Werde ich hier erstmal gleich mir mal abspeichern. So ein Ding wollen wir jetzt erstmal herstellen. Dann könnten wir noch mal gucken, so Spruch und Vektor, hier so eine Flagge. Ach, weißt du was, komm, wir machen das gleich hier mit einer Flagge auch. Dann haben wir gleich hier auch einen Vektor selber gezeichnet. Hier so ein Ding mit einem Pumpkin, das sieht doch auch cool aus, das nehmen wir auch. Ihr könnt mir auch gerne irgendwie sowas in die YouTube-Kommentare jetzt mal irgendwie schreiben, was ihr mal für Designs hergestellt haben wollt, weil vielleicht sind so die ein oder anderen Sachen, wo du hier irgendwas machst, was du vielleicht nicht weißt. Wie machst du zum Beispiel hier die Bandagen ran oder irgendwie sowas, wenn die vorher noch nicht dran waren. Einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Designs halt haben wollt. Und dann können wir die halt in den nächsten Tutorials halt mit reinbringen. Dann machen wir von mir aus noch einen dritten Part da draus. So, 1, 2, 3 haben wir. Was wollen wir noch machen? Ach komm, wir nehmen mal von mir aus noch den mit rein. So, wenn ihr mal wissen wollt, wie man hier sowas herstellt, dazu hatten wir ja auch schon ein Tutorial gemacht. Ich glaube, das war sogar das ist das Original. Das können wir halt auch machen. So, den hatten wir auch mit dem Vintage, mit dem Dings. So, wir nehmen mal noch ein bisschen was Kreatives halt hinzu. Ach Mensch, guck mal, und weil wir kurz vor Halloween sind, nehmen wir mal von mir jetzt noch so ein Katzendesign halt hinzu. Das Ding sieht doch auch ganz cool aus. Gut, jetzt haben wir so ein paar Designs, dann legen wir mal los und werden jetzt mal hier ein bisschen rumdesignern. So, wir fangen mal mit unserem ersten Textdesign an. Das Ganze gibt es hier auch noch einmal mit einem Vektor oder als Einzeltext. Beim ersten Texttool fangen wir uns erstmal an, hier die Schriftart halt aufzumachen. Da tippen wir erstmal ab. Machen wir das Ganze Let's Go. Und machen wir beim nächsten gleich das Brandon rein. Brandon, kannst das natürlich hier, wie gesagt, dann noch mit dem Semikolon machen. Da gibt es ja verschiedene Arten, je nachdem, wie man das schreibt. Kann man auch natürlich dann so schreiben. So, dann machen wir es jetzt mal einfach so, wie der es unten gemacht hat. Und was ich jetzt als allererstes mache, damit wir das schön mittig haben, hier die Dinger erstmal so auf die Außenkanten bringen von unserer Fläche. Die habe ich jetzt erstmal für Spreadshirt aufgepasst. Also da nehme ich immer 3200 mal 4000 und werde jetzt hier erstmal die Dinger zentrieren. So, nachdem wir das gemacht haben, fange ich jetzt erstmal an, mir ein bisschen einen Schrifttyp auszusuchen. Vorher kannst du natürlich das Ganze noch kleiner, größer machen, sodass du es erstmal ein bisschen erkennen kannst. Und dann holen wir zum Beispiel hier einen Schrifttyp. So, sagen wir mal, der passt ja sogar schon. Dann machen wir hier wieder den Impact draus. Der funktioniert auch immer ganz gut. So, und dann kann ich jetzt hier das Ganze ein bisschen anpassen. Noch mit dem Mausrad ein bisschen dran drehen, ist okay. Aber was ich halt auch machen kann, ist das Ding in Pfade umwandeln. Einmal hier so einen Rechtsklick drauf, in Pfade umwandeln. So, und dann können wir das ganze Ding anpassen. Was ich jetzt vergessen habe, ist, hier war noch ein Ausrufezeichen. Das machen wir von mir aus noch mit zu. Ich mache es mal weg. Ich finde, es sieht besser aus ohne. Also machen wir ein Pfade umwandeln und werden das ganze Ding erstmal so ein bisschen anpassen hier. Auch optisch, dass wir sagen, okay, damit sind wir jetzt zufrieden. Das gleiche mache ich jetzt bei dem Ding hier auch. Halt die Shift-Taste ein bisschen gedrückt. So, und damit kann ich das mit der Shift-Taste im selben Verhältnis machen. Wenn ich das Ganze nicht machen würde, würde das so aussehen. Auch eine blöde Nummer, deswegen machen wir es nicht. Ich mache es jetzt nochmal hier zurück, dass es so war. Und jetzt passe ich das Ganze hier so an und sage, das ist in Ordnung. Ich mache es leicht kleiner.
weil ich jetzt einfach sage, ich mache das jetzt ein bisschen anders, aber ist ja egal, soll ja nicht 1:1 sein. Bitte jetzt auch das nicht zu sehen als Kopieranleitung, wie kopiere ich jetzt 1:1, sondern das Ganze soll wirklich nur einfach, damit du die Techniken siehst, wie man sowas macht. Hier mache ich jetzt Folgendes, da werde ich jetzt mal einmal so ein bisschen hier was aufziehen. Hoppla, da habe ich jetzt die Shift-Taste gedrückt gehalten. Jetzt suche ich mir ungefähr so ein Verhältnis halt raus, wie ich jetzt sage, dass das cool aussieht. Was natürlich auch immer gut ist, wir können jetzt mal ein bisschen genauer rangucken hier an dieses Design. Da siehst du zum Beispiel, dass das von der Breite her, könnte man sagen, okay, ist fast ein Mauscursor. Das Ding ist hier, ist doch fast das Doppelte, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ist jetzt bei den Dingern hier relativ schwer zu sehen, also würde ich schon sagen, machen wir das hier weg. Ja, das passt schon mal, ein bisschen kleiner könnte das ganze Ding sein, also machen wir das ganze Teil hier nochmal ein bisschen kleiner. So, und dann müsste das hier schon passen. So, das Ding wird jetzt einfach mal mit Copy und Paste eingefügt und dann hier drüber gesetzt, damit wir das auch schön mittig halt haben. Deine Ebenen, die hast du hier, da wird halt alles drin erstellt. Hier sind die Sachen, die ich mir vorher reinkopiert habe. Und damit habe ich das Ding jetzt auch schon einmal so drin. Was ich jetzt machen will, ist, ich gehe hier an die Seite und suche mir jetzt ein Sternwerkzeug raus, damit ich jetzt hier auch noch so ein bisschen so einen Stern aufspannen kann. Quatsch, hätte ich ja auch genauso hier aus der Mitte machen können, dass wir jetzt erstmal so ein Verhältnis haben, wo es ganz gut aussieht. Gehen ein bisschen enger ran und fangen jetzt erst an, wieder mit der Shift-Taste das so ein bisschen anzupassen, wo wir sagen, damit können wir leben, das ist cool. Umso näher du ranzoomst, umso genauer kannst du das Ding halt einstellen. Also dann wirst du wie ein Chirurg. Das ist auch ganz gut so. Also so würde ich das an deiner Stelle immer machen. Machen wir erstmal Doppelklick, erstmal eine andere Farbe. Es ist völlig egal, welche Farben das Ding haben. Ich mache das Ding erst in Schwarz-Weiß und zum Schluss werden wir es kolorieren. Und jetzt zeige ich dir einen Trick, wie du so eine Patterns erstellst, dass das halbwegs passt. Und zwar hier fangen wir von außen an und jetzt mache ich Folgendes, ich mache Command und C, werde den ganzen Spaß hier kopieren und füge den jetzt hier in einem Verhältnis ein, wo ich so sage, so ist cool. Wir gucken mal unten, wie hat der das gemacht, der hat so drei Buchstaben, ja fast so ein Teil. Also gucken wir mal hier ein bisschen weiter sogar noch auseinander von mir aus. Ja, ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Also machen wir jetzt Folgendes, jetzt drücken wir den ersten an, halten die Shift-Taste gedrückt, haben den zweiten. Jetzt drücken wir Command und C, Command und V, damit haben wir dieses Pack kopiert. So, und den setzen wir jetzt exakt darüber. Jetzt wählen wir dieses eine Auswahlwerkzeug an, denn wir haben hier zwei Sterne übereinander, wie du siehst, und ziehe den weg. Das Ganze mache ich jetzt mit dem Ding auch. Das ist ein Weg, wie du Pattern erstellen kannst, ohne dir viel Arbeit zu machen und dass die auch wirklich gerade dann sind. So, den setze ich jetzt hier wieder rauf. Ups, na. So könnt ihr jetzt quasi auch nochmal Command und Dings und den jetzt immer wieder hier raufsetzen. Zack, und dann muss ich nur noch dran denken, natürlich den zum Schluss halt hier rauszunehmen. Das mit dem Augenmaß, das kommt einfach mit der Zeit, da macht er euch nicht verrückt. Der ist jetzt ein bisschen versetzt, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, der war auch doppelt. Genau, war der doppelt? Ja, der war auch nochmal doppelt. Zack. So, und jetzt habe ich die erste Reihe an Sternen fertig. Shift-Taste gedrückt halten, zack, 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 wieder alle möglichst in die Mitte klicken. Wenn du außen klickst, dann hast du eventuell nur hier wieso so einen Anker gemacht, den willst du nicht. Deswegen klick nochmal drauf, bis hier wirklich alle leuchten. Also alle Punkte, dass du wirklich das Ding in der Mitte abgeschossen hast. So, wenn du damit fertig bist, erstmal hier wieder das Gesamtding. Du siehst, du hast mehrere Pfade erstellt, also Command und G machst da eine Gruppe draus. So, zack. Das Ding jetzt auch nochmal kopieren mit Command C, Command V, einfach mal eingeben, das ist zumindest auf dem Mac. Du kannst auch kopieren und einfügen, anstatt dieses Befehls halt nutzen, wenn du Windows hast. Was das auf Windows ist, weiß ich nicht, weil ich kein Windows mehr habe, weil Windows nie funktioniert. Also zumindest nicht bei mir. So, jetzt wollen wir die Farben haben. Wir wollen möglichst genau rangehen. Deswegen nehmen wir hier erstmal das Pen-Tool und ziehen uns hier erstmal so ein bisschen den Farbcode, damit du da ein bisschen genauer Bescheid weißt, was der halt so für einen Style hat. Weil dieser Code, der scheint ganz gut anzukommen. Und deswegen nehmen wir den. Gut, das Ding ist jetzt schon eigentlich fast fertig. Wir machen jetzt einfach nochmal hier die Farben. Den und den machen wir jetzt natürlich hier noch einmal weiß. Wir den hier einmal anpassen. So, und damit wir noch sehen, was wir überhaupt hier machen, werden wir jetzt erstmal noch hier so ein bisschen, sorry, das habe ich jetzt vergessen ausnahmsweise, werde ich hier erstmal so eine Malebene machen. Das ist jetzt wirklich nur für mich
die privat, das müsst ihr jetzt nicht machen, aber ich finde es so halt viel entspannter. Also wenn das so ein bisschen, ich mache es nicht ganz schwarz, ich mache es immer so ein bisschen dunkel. So, und dieses Ding, das verziehe ich jetzt erstmal hier entweder raus oder halt nach hinten, je nachdem, was du halt machen willst, wie du es brauchst. Kann jetzt hier auch nochmal was anderes machen, das war hier den bisschen Zuck, machen wir mal den hier extra nur in diese Ebene halt rein, zack, so, dann haben wir das hier, da fummeln wir auch nicht mehr dran rum, sodass wir einfach nur erstmal einen Hintergrund haben, womit wir arbeiten können. So, jetzt geht's aber weiter, wir wollen ja jetzt hier so einen Grunge-Effekt halt drauflegen, deswegen machen wir jetzt hier Folgendes, wir werden erstmal alles auswählen und gruppieren, Command und G, dann ist das ganze Ding ein zusammenhängendes Teil und wenn ich es halt einmal irgendwo anklicke, wie du jetzt siehst, ist das halt schon zusammenhängend, weil das Ding jetzt mir schon so schon reicht. So, ich habe euch das nochmal zurückgestellt, weil das jetzt bei mir hier ein bisschen anders aussah, ist mir jetzt erst aufgefallen. Das baue ich ja immer so um, wie man es halt gerade braucht und das kannst du halt machen, indem du hier halt auf Hilfe gehst und dann die entsprechenden Punkte eingibst, die ich jetzt hier angeklickt habe, falls die bei dir nicht drin sein sollen. Gut, der hat jetzt hier so einen Grunge-Effekt drauf, also so ein wie angeknabbert, den wollen wir hier auch rauf machen. Was machen wir? Wir gehen erstmal auf unsere Seite FreePick. So, da kannst du so eine Sachen halt runterladen. Du kannst aber auch natürlich auf Google gehen und egal, wo du dir das herziehst, ziehst hier diese Grunge-Effekte runter. Also Grunge geschrieben, sehen denn in etwa so aus. So eine Packs sind das, wo verschiedene so eine Effekte halt sind und die ziehst du dir runter als JPEG-Bild. Also das ist eine ganz normale Bilddatei. Wo haben wir das Ding jetzt? Das haben wir jetzt hier. Und hier sind die Teile. So, und die ballern wir uns jetzt erstmal hier in unser Design rein. So, und dazu machen wir jetzt einfach, nämlich hier die, nehmen wir den, knall den hier rein. So, und kriegen erstmal einen Schreck, wie groß das ganze Ding ist. Denn so groß brauchen wir es da halt nicht. Ziehen das erstmal zur Seite. So, und machen uns das hier irgendwie so ein bisschen passend, dass wir die Dinger nebeneinander haben. So, jetzt wollen wir den hier rüber machen. Geht in etwa so, du klickst das ganze Ding an, gruppierst das halt als ein so ein Teil, also dann hast du es bei den Ebenen wirklich in ein so ein Ding, dass du, wie gesagt, wenn du draufklicken kannst, ist das ein Teil. So, und jetzt gehe ich hier oben drauf bei Hilfe und gebe Transparenz ein, weil wir so ein Menü eh nicht finden, weil hier so 1000 Sachen drin sind. Transparenz einfach mal anklicken, dann ist das Ding hier, kannst du auch sogar nehmen und dir hier oben halt reinballern, kannst das hier halt auch gleich die anderen Sachen auch noch reinpacken und dir deine Menüs hier zusammenstellen, wie du willst. Wobei, warte mal, die Kontur können wir auch gleich hier rausziehen. Die können wir auch jetzt hier bei, die können wir auch hier unten reinsetzen. So, und jetzt machen wir halt Folgendes. Ich habe hier alles angewählt und bei der Transparenz drücke ich jetzt hier Maske erstellen. So, huch, jetzt ist das Ding durchsichtig, ist kein Problem. Wir klicken jetzt erstmal hier rauf, erstmal anwählen, dann drücken wir Command und C. Und kopieren das anschließend, denn wenn wir jetzt hier das nochmal angeklickt haben, hier in diese Ebene halt rein. So, den Move, den werden sie sicherlich alle wieder zurückspulen und gucken. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, du musst es hier anwählen, weil du jetzt diese Maske hier raufsetzt. So, und jetzt kannst, hier kannst du wieder spielen und das anpassen, wie du es halt haben willst. Wir machen mal den Effekt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit auch kommen. Hier haben wir den doch auch bei. So ist doch cool, oder? So, lassen wir den so. Hier ist zum Beispiel das B, ist für mich ein bisschen sehr weit abgeschnitten. Und hier ist dieser Aushakung-Dings. So, wenn er wieder rastert und wieder zickt, dann gehst du wieder näher ran. Dann kannst du nämlich austricksen. Uhaha. So, und dann haben wir, wenn wir fertig sind und zufrieden sind, dann klicken wir hier einfach auf das andere. Blup. Das war's schon. So, jetzt kannst du dein Bild hier weglöschen. So, und du hast ein cooles Design, was du jetzt nehmen kannst, wo du jetzt was hochladen kannst. So, jetzt bist du natürlich auch noch gefragt, hier mal ein bisschen was zu machen, nicht nur auf deinem Zeichentool, sondern uns mal hier mal ein bisschen Abo dazulassen, denn wir sind hier auf der Road to 30k. An der Stelle, da wäre es cool, wenn ihr mich unterstützen würdet. Kostet auch nichts, da unten einmal raufzudrücken in dem Sinne und das freut mich umso mehr und dann gebe ich halt mehr Gas hier bei YouTube, um so eine Tutorials halt zu machen. So, das war das Erste. Im Prinzip ist das mit der Flagge genau das Gleiche. Also eine Flagge, die lässt sich ja auch relativ simpel halt herstellen. Also ich mache es jetzt nur erstmal grob vor. Du kannst das mit einem, wir machen das jetzt, wir nehmen das jetzt einfach mal hier wieder aus dem Farbton aus dem Teil hier raus, ist natürlich jetzt sehr, sehr dunkel, deswegen passen wir die noch ein bisschen an und machen die noch ein bisschen heller oder machen die noch ein bisschen bläulicher, zack, so ist ein bisschen bläulicher, also kommt ein bisschen mehr heraus. So, und jetzt wollen wir hiervon auch natürlich so ein bisschen hier diese Flagge selber zeichnen, in dem Sinne, das kannst du genauso machen, wie du jeden anderen Vektor auch zeichnest, indem wir dann hier diese ganzen Dinge einfach untereinander machen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt mache ich mal den, mache ich jetzt einfach mal weiß.
Ups. Und den anderen, wobei wir können das sogar auch noch gleich aus so einem Effekt halt machen. Wir müssen das gar nicht mal so ein richtiges Weiß machen. Wir können das eher so machen. Wir gehen jetzt nochmal ins Weißliche. Also einen leichten Eierschalen-Effekt hier haben. So, und bei dem Ding nehmen wir jetzt ausnahmsweise von mir aus jetzt nochmal die Farbe, was wir jetzt haben wollen. So, und jetzt nehme ich hier wieder mit der Shift-Taste, kopiere ich mir gleich den ganzen Satz und setze den halt dann hier drunter. Warum mache ich das? Ganz einfach. Jetzt nehme ich mir wieder die Shift-Taste, kopieren. Damit werde ich immer schneller und immer schneller. Ist auch wieder so eine Sache zum Zeitsparen. Wenn du jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit, wie ein Bekloppter, alles jetzt immer einzeln einfügen willst, dann machst du das einmal so als kompletten Satz und bist dann fertig. So, wenn du dir dann noch sagst, okay, ich will es nochmal anpassen, hier ist ein Ding zu viel, dann passt das. Wo ist denn jetzt aber hier unsere Fläche hin? Die Fläche ist hier verschoben, also schieben wir die nach oben. Haben wir gesehen, okay, hat dann ein bisschen zu weit nach da gesetzt. Halt gemerkt. Wir gehen nochmal ran und passen das Ganze hier einmal an die Seite. Oh, da habe ich mich ein bisschen vermacht. Das kann man auch noch anders anpassen, aber jetzt erstmal nur so, dass ich das grob gesehen habe. Gut, die Sterne, dann nehmen wir jetzt hier wieder das Stern-Tool einfach raus, zack. Ja gut, da brauche ich jetzt euch nicht mehr viel vormachen. Also ich mache das jetzt einfach nur mal so ein bisschen sporadisch hier, zack. So, und den hat er natürlich wieder da drüber gesetzt. Das passt. Mache ich jetzt, achso, bevor ich jetzt wieder so eine andere Farbe nehme, nehme ich immer die Farbe aus dem Design heraus mit dem Tool halt wählen. Ich mache jetzt nicht so viel Sterne, wie der andere hat, weil sonst klicke ich mich jetzt hier kaputt, aber einfach mal nur so, oder, ja, wir können es hier, komm, wir machen es mal. So, Pattern einfach auf eine Ebene, dass das wirklich glatt habt, zack. So, und wenn du das halt hast, machst du mit derselben Technik, wie wir das oben gemacht haben, mit Copy und Paste, machst du zwei Versetzte einfach so rein, so dass du sagst, einmal sieht das in Ordnung aus. So, und dann fängst du an, diese Dinger, wie gesagt, so wie wir es vorhin hatten, übereinander zu legen und dann zu kopieren, dann wirst du halt immer schneller. Also dann nehme ich die Dinger hier raus wieder, der ist da drüber gelappend, der ist drüber lappend, also wähle ich die wieder aus, ich wähle sie wieder mittig aus, wie wir es halt vorhin hatten, dann machen wir mal mit Kopieren und Einfügen, wichtig, denn hier oben wieder die Seiten halt wechseln. Dann kannst du wieder das Ding so einfassen. So, und wenn wir dann immer weitermachen, können wir zum Beispiel die hier auch noch gleich anwählen. Zack, zack. Ich hätte jetzt auch noch nebeneinander machen können. Ups, jetzt habe ich das falsche Tool angewählt gehabt. Ups, na. So, jetzt hat das. Kopieren, einfügen. Man kann das Ganze jetzt auch natürlich noch gruppieren, dass wir das auch noch kopiert haben. Genau, so, und dann halt immer weiter das Ganze machen. Denn mit Gruppieren wäre es jetzt einfacher gegangen. Das war jetzt ein bisschen doof, was ich jetzt gemacht habe. So, und dann fügen wir die ganzen Dinger hier immer wieder halt ein. So, zack. Kannst auch machen so, dass sie dann übereinander stehen in dem Sinne. Das macht halt auch nichts, selbst wenn es über das Design hinausgeht. Zack. Das Spiel jetzt hier geht es über das Design hinaus. Ist aber nicht schlimm, die kannst du ja weglöschen. Ich mache das jetzt einfach voll, ist mir jetzt egal. So. So. So, jetzt nur als Beispiel. So, wir haben jetzt hier natürlich sehr viel Ausschussware, die können wir jetzt natürlich löschen. Und damit wir jetzt uns nicht kaputt klicken, machen wir jetzt Folgendes, weil jetzt bin ich nämlich doch zu faul. Wir sperren einfach alle Ebenen, die wir jetzt zum Zeichnen hier hatten. Also wenn wir jetzt hier durchgehen, so ist zu sehen, zack, 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 zack. Das ist hier alles unsere Flagge. Also das sind die Streifen unserer Flagge. Dann haben wir noch das Rechteck der Flagge. So, und jetzt können wir halt wirklich hier einfach, okay, ein Ding hat er wieder vergessen. Welches ist es? Steht hier. So, und jetzt können wir halt einfach hier rüber gehen und sagen, plopp, wir löschen die jetzt einfach grob weg. Zack, zack, und jetzt, das ist immer so dieses sauber radieren, nennen wir es jetzt einfach mal so, und dann hast du schon eine riesen Flagge. Da hast du jetzt natürlich nicht die zwei Dinger, da muss man jetzt abzählen, wie viel die hatte, ich weiß das jetzt immer nicht auswendig. So, und dann haben wir hier unsere Flagge, die werden wir jetzt erstmal hier komplett natürlich hier auch entsperren, damit wir sie dann entsprechend auch auswählen und gruppieren können, und dann legen wir denselben Effekt drauf und haben damit quasi schon die ersten beiden Textdesigns halt hergestellt. Super. Das wollten wir jetzt nicht.
also den wieder sperren, Ebene, damit wir halt hier anklicken können. So, jetzt haben wir alles, das Ding in eine Gruppe, zack, damit hast du halt Command und G, hast du jetzt ein Objekt, was du quasi hast, und da können wir den gleichen Effekt mitmachen wie mit dem anderen Zeug. Also wir machen hier wieder ein bisschen weg, suchen uns wieder das Design, das ballern wir uns wieder hier rein, kriegen wieder einen Schreck, weil das Teil zu groß ist. Ja, that's what she said. So. So, machen das Ding hier ein bisschen wieder größer. Ja, ist ja egal. Klicken einfach mal rauf, drücken wir wieder Transparenz, weil Illustrator zu doof ist, das an den Ort zu setzen, wo wir sind, wenn du es nicht offen hast. Wenn das bei euch nicht zu sehen ist, ich sag mal so, wenn das hier so rauskommt, dann kann das sein, ich glaube, das war so, genau, dass das hier eingeklappt ist. Dann müsst ihr einfach auf Miniaturen einblenden gehen, dann geht das auch, dann siehst du das halt. So, also wir gehen hier rauf, Maske erstellen, damit ist das Ding weg. Jetzt nehmen wir uns das Ding, Command und C, klicken hier wieder rauf, klicken dann in das Feld auf die Maske und da fügen wir den Quatsch dann ein. So, und jetzt machen wir den ganzen Zeug hier rauf. Je nachdem, wie du das jetzt haben willst, also du musst ja dann deine Flagge so machen, wie du sie halt haben willst. Klicken wieder darauf, klicken wieder weg, löschen wieder den Quatsch weg und haben hier das nächste Ding. So, und jetzt könnten wir wieder anfangen, erstmal den Rest hier wegzumachen. Klick, klick. Die Sachen brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. Die Flagge ist ein Teil, die können wir jetzt woanders halt hinschieben. Und jetzt könntest du halt anfangen zu basteln, jetzt könntest du das nach unten schieben, die Flagge dann in die Mitte oder sonst was. Jetzt dahinter sicherlich, warte mal, nee, das sieht man nicht. Nee, da muss man nochmal gucken, aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr könnt jetzt hier eure Sachen selber dann zusammenstellen, wie ihr es halt haben wollt. Mit der Größe, wie gesagt, ist sogar auch alles veränderbar. Wenn du halt hier drauf gehst, kannst du das ganze Ding anpassen, dann hast du gleich die ganze Größe verändert. So, fertig ist unser Textdesign, das war jetzt mal Stufe 1, gleich noch ein bisschen Effekte rein, wobei war schon ein bisschen fortgeschritten, aber das, so siehst du halt, so schnell kann das halt gehen, so ein Design herzustellen. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, was gibt es Besseres als das Business von jemandem direkt zu lernen, der das schon seit Jahren macht, und deswegen gebe ich dir den Tipp, geh mal auf t-shirtfrank.de, da findest du halt einen Online-Kurs von mir, der ist sogar begleitend, also wenn du Fragen hast, gucke ich mir auch gerne irgendwie mal deine Designs an oder in den Shop rein oder was auch immer du an Hilfe brauchst, an der Stelle keine falsche Scheu, mich anzusprechen. So, und da kannst du dich mal ein bisschen umgucken, wenn du das Business richtig lernen willst. So, jetzt hast du ein bisschen was zu tun. Jetzt kannst du ein bisschen ausprobieren mit deinem Zeichentool und diese Designs halt herstellen. Ich werde dir jetzt hier oben nochmal den Abo-Button einblenden und hier weitere Videos auf diesem YouTube-Kanal. Da kannst du dich noch ein bisschen umgucken. Hier oben blende ich dir mal noch das Tutorial ein von dem Controller, den wir gezeichnet haben. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe.